Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Talk und heute geht es wie versprochen um das Server-Meshing. Allerdings gar nicht so sehr um die technische Grundlage und die technische Umsetzung von Server-Meshing. Das haben wir nämlich schon mal besprochen in einem anderen Let's Talk. Das verlinke ich euch hier angepinnt in den Kommentaren. Also wer das verpasst hat, der kann dort nochmal reinschauen. Da erkläre ich, wie das Server-Meshing funktioniert. Wir wollen heute lieber mal was anderes schauen, nämlich ein bisschen konkret werden. Also was wird das Server-Meshing, wann auch immer es kommt, ganz konkret für uns bringen? Also welche Features werden davon in welcher Weise beeinflusst? Wie ändert sich das Gameplay von uns? Wie wird sich Star Citizen allgemein verändern durch Server-Meshing? Wie hängt es mit iCache zusammen, also diese Verbindung? Was hat all das mit der Persistenz der Spielwelt zu tun und welche neuen Features hängen an Server-Meshing und warum? So, das ist generell ein schwieriges Thema und deswegen werde ich natürlich jetzt auch hier mal die richtig, richtig schweren Geschütze auffahren, nämlich Paint. Ganz genau. Ich werde es versuchen, euch wie immer möglichst simpel zu erklären und so ein bisschen darüber zu quatschen und euch das versuchen irgendwie sinnvoll darzustellen. Ich bitte aber um Entschuldigung schon mal vorab, dass ich ein paar Sachen vielleicht vereinfacht darstelle. Die Sache ist, man muss es nicht komplizierter machen, als es am Ende wirklich ist und wie es am Ende wirklich wird, werden wir erst sehen, wenn es dann da ist. Ich denke, CRG wird noch eine ganze Zeit daran sitzen. Ihr wisst, Server-Meshing ist geplant für dieses Jahr, aber es steht noch nicht auf der Roadmap und der Grund ist ganz einfach der, dass es halt ein extrem komplexes und schwieriges Thema ist, wahrscheinlich das schwierigste überhaupt in ganz Star Citizen und dass CRG selber noch nicht so genau weiß, ob sie es schaffen, sind also selbst vorsichtig und ihr wisst, wenn CRG schon vorsichtig ist, naja, wir gucken uns mal an. Also, wir hatten vorletzte Woche über iCache gesprochen. Mal ganz kurz zur Erinnerung oder für die, die es verpasst haben sollten, auch übrigens auch iCache. Das Let's Talk dazu verlinke ich euch hier unter dem Video in den Kommentaren angepinnt. Guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist wichtig, das zu verstehen, wie da die Verbindungen sind, weil am Ende ist es eigentlich so, wir reden von einem Gesamtkonzept. Ja? Wir reden von der Verbindung von iCache und Server-Meshing und der Persistenz der Spielwelt. Das alles ist ein Ding sozusagen und das wird aber so ein bisschen aufgesplittet. So, also, iCache, haben wir ja schon besprochen, ist diese schnelle Datenbank, dieser Cache-Speicher, dieser RAM mehr oder weniger, der vorgeschalten wird und der einfach diverse Dinge lädt, bevor wir sie brauchen, in der Annahme, dass wir sie gleich brauchen. So, soweit so klar. Und im iCache-System wird auch die Spielwelt abgespeichert. Das heißt, wir haben also unsere Spielwelt. Ich will es Ihnen nochmal ganz kurz darstellen. Wir haben unsere Spielwelt. Ich mache jetzt hier mal einen Kasten hin. Ja, das ist jetzt hier die, warte mal, die Spielwelt. Schauen wir mal hier drauf. Spiel, ach so. Moment. So, Spiel. Ich muss die Schriftgröße ändern da. Schriftgröße 16. So. Also die Spielwelt, ja. Und wir haben dann darüber hinaus die Datenbank, die ist hier hinten. So, schau ich nochmal hin. Ist das noch alles im Bild? Ja. So, warte, Text. Wo ist Text? Da ist Text. Datenbank. Ach, ich hasse Paint eigentlich. So, Datenbank. Und dann haben wir eben oben drüber schweben sozusagen die Cloud, also das iCache. Nochmal ganz kurz, das brauchen wir nämlich gleich. Moment. iCache, so. Und das, was wir machen, wird am Ende hier sozusagen über iCache verbunden. Das heißt, wir haben die Kreuz- und Querverbindung, die dann so aussieht. Moment. Zack. Und zack. So wie das und das. So, das hier oben ist dann quasi neu. Das ist neu mit dem iCache. So, das gibt es quasi aktuell. Also aktuell, ich mache mal kurz aktuell mal, ich lösche dann gleich wieder raus. Aktuell sieht es nämlich so hier aus. Ja, das ist der aktuelle Zustand von dem ganzen System. Und das wird sich dann hoffentlich ändern mit, irgendwelche Punkte da rein, mit der Implementation von iCache. So, das aber nur zum Verständnis des Ganzen, was wir da haben. So, nun ist die Frage, was ist Server-Meshing? Also, das will ich auch noch mal ganz kurz hier mit aufklären. Dann machen wir den Kram hier wieder weg. Server-Meshing.
Server Meshing funktioniert folgendermaßen. Nur ganz kurz und knapp. Wir haben aktuell, ich muss überlegen, wie ich es am besten mache. Also wir haben aktuell so unseren Server. Das ist aber nicht ein Server, das sind, also technisch gesehen ist es ein Server, aber wir haben jetzt hier verschiedene Hardware, technisch gesehen verschiedene Server. Ne, das sind jetzt hier quasi Computer, die bei CRG irgendwo rumstehen und die gemeinsam bilden einen Server ab. Dieser eine Server wird jetzt in beliebig viele einzelne Server quasi unterteilt. Ja? Das sind sozusagen virtuelle Server. So sieht es aktuell aus. Ja, das ist das aktuelle System. Ich mache es hier nicht weiter. Denkt euch das einfach weiter hier. Wir haben beliebig viele virtuelle Server mit, ich schreibe es einmal rein für einen hier, 50 Slots. Und das haben wie gesagt alle. Manche haben 35, manche haben 40, manche haben 50. Also das ist ein ganz, ganz dynamisches System. Das Problem ist nun aber, nehmen wir mal an, ich färbe das jetzt mal kurz in Rot. Ich bin auf diesem Server. Und ihr seid auf dem Gelben. Dann können wir miteinander nicht spielen. Und wir können auch gar nicht sozusagen entscheiden, auf welchen Server wir gehen. Naja gut, so halbwegs. Also wir können aktuell sagen, wir bilden eine Gruppe und loggen dann gemeinsam ein. Aber das ist, wie gesagt, nur so eine Zwischenlösung. Das ist noch nicht die richtige Lösung. Die richtige Lösung, und das ist das, was das Server Meshing am Ende bringen soll, ist, das mache ich jetzt mal hier in Blau, diese ganzen Server zu verbinden in einem großen Mesh, also ein großes Netzwerk von virtuellen Servern. Ja, denkt euch hier auch wieder symbolisch, ich mach das hier nur als eine symbolische Zeichnung. Alles ist miteinander verbunden. So und hier, also alle Server sind miteinander verbunden. So, das ist das eine, was Server Meshing macht. Das heißt, diese ganzen virtuellen Server, die fallen ja, mehr oder weniger weg. Wir haben am Ende dann einen großen Mesh von mehreren Servern. Das ist das eine. Das zweite ist, aktuell beinhaltet jeder von diesen einzelnen Servern sozusagen die gesamte Spielwelt. Das heißt, jeder virtuelle Server ist eine Kopie von der Spielwelt. Okay? Mach ich mal kurz wieder weg. Auch das soll geändert werden, denn das will man ja gar nicht. Man will ja keine Kopien von der Spielwelt haben. Und wenn man die ganzen Server verbindet, dann bringt einem diese Kopie nichts. Der Sinn von so einer Kopie von der Spielwelt ist einfach, die Belastung klein zu halten. Sowohl für uns als Spieler, weil wir halt nur 50 Leute rechnen müssen, ne, die in der Nähe sind, als auch für den Server und die ganze Engine, weil die auch nur 50 Leute rechnen müssen. So. Das fällt ja weg. Und deswegen, das muss ich jetzt ein bisschen anders versuchen darzustellen. Ich mach's mal in Grau. Wir haben, kann ich es noch füllen hier? Einfarbig, Umriss, so. Ich kann es irgendwie nicht füllen, egal. Also, wir haben dann, wenn Server Meshing online ist, dann haben wir nicht mehr diese einzelnen Server, sondern wir haben hier zum Beispiel den Mond Yela. Denkt euch, also ne, dieser Kreis ist jetzt mal ein Mond oder ein Planet oder was auch immer, irgendein Teil von der Spielwelt. Das heißt, wir haben, wenn Server Meshing online ist, diesen einen kompletten Server, also nur noch eine einzige Spielwelt, die existiert. Diese ganzen virtuellen Server sind sozusagen mehr oder weniger weg. Die sind alle connected zu einer Gesamtspielwelt. Jetzt muss ich aber innerhalb der Spielwelt trotzdem bestimmte Bereiche haben, die ich unabhängig von den anderen Bereichen, die es gibt, rechnen kann. Also, ne, wie gesagt, hier ein Mond, da ist ein Planet, eine Raumstation und was weiß ich, alles Mögliche. Ne, ne, Asteroidenfeld, mache ich mal hier so ein Ding rein, Asteroidenfeld, mache ich so mal paar Punkte hier rein, la 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 la. Ja, irgendwelcher Scheiß. Also alles Mögliche, was eben in der Spielwelt so rumkreucht und fleucht und natürlich auch alle möglichen Spieler. Die mache ich jetzt mal kurz in Rot, ein bisschen dicker. Da haben wir einen Spieler, da ist einer, überall. Ne? Also alles voller Spieler, pipapo. So. La la la, ich mache noch ein paar Punkte rein, dass es einfach ein bisschen logischer ist. Sonst sieht es so aus, gäbe es nur 20 Spieler. Denkt euch einfach jetzt hier eine beliebige Zahl von Spielern. Ich weiß nicht, wie viele Spieler in der Spielwelt aktiv sein können mit Server Meshing. Also theoretisch unendlich viele. Ich zeige euch auch gleich warum, aber Zahl ist erstmal vollkommen egal. So, was jetzt Server Meshing neu macht, was sie mit den virtuellen Servern, die es ja immer noch gibt, machen, ist, anstatt die gesamte Spielwelt in einen virtuellen Server reinzupacken,
dann einen zweiten davon zu machen, also eine Kopie davon und noch eine Kopie und noch eine Kopie und so weiter, teilen sie diese eine Spielwelt in verschiedene Instanz ist das falsche Wort, in verschiedene Bereiche auf. Also wir haben zum Beispiel hier den, Kontur will ich haben, Füllung will ich keine. So, sie teilen also diese Spielwelt auf. Ich muss das irgendwie anders, ich mach's mal so. So, also die Spielwelt wird aufgeteilt, ja. Zum Beispiel haben wir hier jetzt einen virtuellen Server, der ist für diesen Mond zuständig. Dann haben wir hier einen virtuellen Server, einen kleineren, der ist für die Station und die Spiele da zuständig. Dann haben wir hier noch einen kleinen, ja. Also ganz viele virtuelle Server, die verschiedene Größen haben. Und mit Größe ist tatsächlich gemeint, zum einen die Größe von der Leistung her, als auch die Ausdehnung im Spiel. Ja? So, noch ein hier, verschiedene. So, und jetzt mache ich mal kurz hier was weg. Ich habe nämlich was vergessen. Moment, müssen wir uns mal hier einen nämlich nehmen. So, und jetzt nehmen wir mal an, jetzt haben wir einen Server. Also nicht einen Server, sondern so einen virtuellen Server quasi. Nehme ich mal diesen hier. Und der ist jetzt gerade ziemlich heiß begehrt, weil da irgendwas ist. Da ist eine Raumschlacht, irgendwas Größeres hier in dem Asteroidenfeld, was ich hier gezeichnet habe und so weiter. Dann haben wir Folgendes. Dann wird der einfach vergrößert. So. Und ihr seht, jetzt gibt es hier eine Überschneidung. Das heißt, die virtuellen, also die Ressourcen, die diese Instanz hier quasi für sich beansprucht, überschneiden sich mit dieser hier. Die hat aber Vorrang, weil hier gerade die Action ist. Das heißt, diese hier, ich kann es jetzt gerade nicht vernünftig zeichnen, deswegen lösche ich es einfach mal raus. Moment, so. Die gibt einen Teil ihrer Ressourcen ab. Moment, so. Und ihr seht, dass dieser Teil sozusagen kleiner wird, weil der hier sich ausdehnt. Symbolisch, nur symbolisch gesprochen. Mit anderen Worten, wir haben also Ressourcen, die für die gesamte Spielwelt gelten und diese Ressourcen werden innerhalb der Spielwelt so gelenkt vom Server-Meshing, dass immer dort, wo die Action abgeht, dort, wo die quasi Ressourcen gebraucht werden, die Ressourcen auch wirklich da sind. Es hat spannende Konsequenzen und das macht das Ganze so kompliziert. Ich habe es jetzt durch Zufall richtig gezeichnet. Wir gucken mal hier ein bisschen genauer hin. Ich zoome hier mal rein, dass ihr das richtig sehen könnt. So. Wir haben nämlich jetzt ja hier eine Überschneidung von zwei virtuellen Servern sozusagen. Ja? Wir geben dem mal eine Nummer. Wir sagen mal, das ist jetzt hier die 1 und das ist jetzt hier die 2. So, das ist also quasi ein richtiger Mesh aus zwei Realms, quasi aus zwei virtuellen Servern. Das Spannende ist, der Planet wird also jetzt auch von zwei Servern parallel berechnet, aber eben nicht komplett, sondern ein Teil des Planeten, der vielleicht mit der Schlacht hier zu tun hat, wird von dem von virtuellen Server Nummer 2 gerechnet, ja, der die ganze Performance hat. Und der hier, der fährt so ein bisschen auf eine Art Energiesparmodus sozusagen, weil hier ist nichts weiter. Ne? Also die ganzen Spieler, ich müsste jetzt die ganzen Punkte wieder umsetzen und die ganzen Punkte hier reinpacken. Oh, warte. Entschuldigung. Müsste jetzt die ganzen Punkte theoretisch hier reinsetzen, kann ich ja mal so ein bisschen symbolisch machen, dass ihr seht, dass hier die Action abgeht, also hier ist halt richtig was los. So, la 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 la, hier auch noch was im Asteroidenfeld, ganz viele Spieler und so weiter. Und das ist der Grund, warum durch Server-Meshing theoretisch zumindest unendlich viele Spieler gleichzeitig in einem Universum spielen können. Ja, weil die Performance durch Server-Meshing so gelenkt wird, dass also alles sozusagen an der richtigen Stelle ist. Nun ist die große Frage, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel dieser Spieler hier, kann ich das, achso, kann ich direkt nehmen, wenn der jetzt hier rüber switcht, tja, dann verlässt er den Mesh 2 und geht in den ersten rein und wird dann von diesem Server hier sozusagen berechnet. Das heißt, diese Server greifen so ein Stück weit ineinander über, das heißt, er wird also irgendwo hier an der Grenze passiert Folgendes. Der Mesh 2 sagt zu Mesh 1, hey, da kommt ein Spieler zu dir, Verzeihung, hast du Bock, ihn aufzunehmen? Und der 1er sagt, jo klar, gib mal her. So, und das heißt, die tauschen dann, während man hinfliegt, das ist so die Idee des Ganzen, die tauschen sich aus, welche Informationen sind über diesen Spieler jetzt wichtig, was ist in der Nähe, was sieht der Spieler gerade, weil man soll ja nichts davon merken. Das heißt, wir haben einen
ja, einen fließenden Übergang von der 2 in die 1, während wir dahin fliegen. Wir merken davon quasi nichts. Aber das Spiel wird eben automatisch seine Ressourcen verlagern. Das heißt, hier, die 2 wird ein kleines bisschen, nicht der Rede wert, Ressourcen abgeben an die 1, damit die 1 diesen Spieler hier berechnen kann. Weil die 2 muss es ja nicht mehr. Ganz simpel. So, das ist so die grundsätzliche Idee von Server Meshing. Da haben wir es nun mal so ganz kompakt. Was hier noch wichtig ist, ist Folgendes. Wir reden hier nicht von Instanzen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also es ist nicht so wie beispielsweise in einem World of Warcraft, wo man, wer es schon mal gespielt hat, der weiß, dass du läufst aus der Stadt Stormwind zum Beispiel, läufst du raus am Haupteingang, dann ruckelt's kurz und dann ploppen aus dem Nichts irgendwelche Spieler auf, die dort schon die ganze Zeit waren, die du aber nicht gesehen hast, weil du in einer anderen Instanz warst. Das ist nicht Server Meshing. Also Server Meshing heißt, du merkst davon nichts. Du hast quasi das gleiche Prinzip, nur du merkst davon nichts. Das ist eine wesentlich fortschrittlichere Technik. So, und wenn jetzt mal gesetzt der Fall, die Performance reicht nicht mehr aus. Wir haben ja hier oben die Hardware-Server, die ich euch hingemalt habe. Das sind die AWS-Server, die Amazon Web Services Server sozusagen. Das sind alles letztendlich auch dynamische, meshbare Server. Das heißt, wenn jetzt CRG sagt, oh, wir haben gerade einen Spieleansturm, was weiß ich, die Aerospace Expo ist wieder oder so, dann, huch, warte, falsche Strichstärke. Dann sagen die, ah ja, na gut, dann machen wir noch ein paar Server frei hier, ne, so viel wie wir halt brauchen. Ja. Wird einfach erweitert. Das ist natürlich sehr, sehr vereinfacht jetzt. Du kannst theoretisch, kannst du bis ins Unendliche erweitern. Kostet halt immer mehr Geld, weil Amazon will Geld dafür haben, logischerweise. Also es gibt natürlich irgendwo dann so einen Sweet Spot, wo man sagt, okay, irgendwann geht es halt auch nicht mehr weiter. Aber nur zum Verständnis, also diese Hardware, diese Serverkapazitäten von der Hardware her gesehen, können jederzeit erhöht werden, und zwar während des laufenden Betriebes. Das ist auch übrigens nichts Besonderes. Das machen andere Spiele quasi dauerhaft und immer wieder, ne, um größere Spielerzahlen abzufedern. Da rufen die an, sagen, hier, schalt mal ein paar Slots frei und let's go. Ist gar kein Problem, das ist völlig Standard. Das ist die eine Seite. Also das kann man erhöhen. Das Problem ist jetzt nun aber Folgendes. Das Problem ist, das kann natürlich CRG machen, aber wir als Spieler, wir können nicht mal eben irgendwie bei was weiß ich, wem anrufen, bei Mediamarkt oder so, und können sagen, hey, mein Rechner, der schafft die 50.000 Spieler hier ringsrum nicht, erhöhe mal bitte meine Rechenleistung. Das können wir nicht. Das heißt, hier gibt es das große Problem, dass es eine sozusagen imaginäre Grenze gibt, bis zu welcher wir als Klient sozusagen noch das Ganze darstellen können. Wir sehen das bei ganz, ganz vielen Spielen. Und da, weiß nicht, bei World of Warcraft ist, glaube ich, bei 200 Spielern Schluss. Ne? Dann ist irgendwann, schmiert dann Rechner ab. Weiß gar nicht, wie viel die schaffen. Weil es da um eine andere Frage geht. Da geht es nämlich darum, wie schaffe ich es als Spielentwickler, möglichst viele Dinge gleichzeitig anzuzeigen, ohne dabei den Klient, also uns als Spieler, zu überfordern, also die Hardware zu überfordern. Das ist dann wieder dann sozusagen nochmal die Kehrseite vom Server-Meshing, wo man halt gucken muss, wie lösen wir das? Und da geht es eben zum Beispiel um viele Performance-Dinge. Bestes Beispiel ist hier das Object-Container-Streaming, was wir schon richtig lange haben, was aber hier auch mit eingreift. Das heißt, wir haben ganz viele Coding-Geschichten, wo man dann zum Beispiel sagt, okay, ab 5 Metern Entfernung, ich mache mal ein ganz dummes Beispiel, ab 5 Metern Entfernung sieht der Spieler, technisch gesehen sowieso nicht mehr, die einzelnen Blätter des Baumes. Das heißt, wir ersetzen für den Spieler einzeln diese einzelnen Blätter des Baumes durch was, ja, was fast genauso gut aussieht oder sogar exakt genauso aussieht, aber was viel, viel weniger Performance kostet. Das heißt, wir haben also, und das kann ich auch nochmal kurz darstellen, machen wir das hier wieder weg. Wir haben also im Endeffekt für jeden Spieler, ich mache mal hier einen Spieler hin. So, warte. Ein Spieler. Pam. So, wir haben für jeden Spieler gewissermaßen im Object Container Streaming Kreise, die um ihn herum sind. Das ist mal der erste. Dann haben wir hier einen. Und hier einen. Sieht aus wie so ein Sonnensystem, so ein bisschen, ne? Bla, bla, bla. So, ich weiß nicht, wie es wirklich aussieht. Das ist, wie gesagt, alles nur reine Symbolik. Und das, was quasi näher dran ist an uns, wird eher gerechnet. Ne? Also ist ein Baum, mach ich mal einen grünen Punkt, ist ein Baum hier hinten, dann sehen wir den vielleicht sogar gar nicht mehr. Oder beziehungsweise, ne, wenn es hier drüber hinausgeht, sehen wir gar nicht mehr. Hier sehen wir
Warte, ich muss es irgendwie anders machen. Ich mach's mal so. So, also hier hinten, ne, da sehen wir gar nichts mehr. Ist der Baum hier? In dem Bereich? Naja, kann man es schwer sehen hier, müsste ich es ranzoomen. Ja, sieht man im Prinzip. Wieso sieht man das nicht? Irgendwas falsch gemacht. Ah doch, die Punkte sind so klein, dass man gar nicht sieht. So, dann haben wir den nächsten Punkt. So, den können wir dann schon ein bisschen besser sehen. Dann haben wir hier einen. Aha, der ist schon relativ gut sichtbar und so weiter. Pipapo, wird es immer mehr. Und irgendwann stehen wir quasi vor dem Baum und dann ist der für uns richtig voll gerechnet. Das heißt, wir sehen dann die ganzen Details, die Blätter, die runterfallen und was weiß ich was. Der Wind, der die Blätter bewegt, das sehen wir ja alles nicht von hoher Distanz. So, mit solchen Lösungen müssen Sie dann eben auch arbeiten. Das heißt, zum Server Meshing gehört also nicht nur iCache, sondern auch das Object Container Streaming. Alles hängt miteinander zusammen. Das ist sozusagen das große Ding in Star Citizen. Weil Sie halt sagen, naja, wir wollen nur einen Server für die ganze Welt. Wir wollen keine Instanzen, wir wollen kein Phasing, wir wollen die ganzen Techniken, die eigentlich ziemlich cool sind, aber auch viele Nachteile haben, die wollen wir nicht. Wir wollen eine generelle Technik haben, die alles kann. Ne? So. Und deswegen dauert es auch so lange, diesen ganzen Kram zu programmieren. Und nun kommen wir zum großen Thema. Wie wird das jetzt das Spiel eigentlich verändern? Also ich denke mal, den meisten, die das jetzt hier sich anguckt haben, denen ist klar, das ist keine Kleinigkeit. Ich mache das hier mal wieder weg. Das ist schon eine relativ große Geschichte. Zunächst mal Spielerzahl auf einem Server. Also aktuell, ich werde wahrscheinlich jetzt hier rüber switchen auf irgendeinen Trailer, weil das kann man jetzt nicht wirklich darstellen. Also jetzt kommt ein bisschen nochmal der erzählerische Part. Die Spielerzahl auf den Servern wird steigen. Das ist natürlich klar. Einfach, weil es möglich ist. Weil die virtuellen Server sozusagen wegfallen, auf lange Sicht zumindest. Ne? Die werden reduziert und werden immer weiter reduziert, bis sie irgendwann weg sind. Und da mit jeder Reduktion von diesen virtuellen Servern steigt die Spieleranzahl pro Server. Also vielleicht gehen sie auf 100 erstmal, gucken, wie das läuft, dann 200, dann 500, wie auch immer. Das wird sich mit der Zeit steigern. Das ist die erste Konsequenz, die wir auf jeden Fall beim Server-Meshing spüren werden. Das andere ist, dadurch, dass sie nicht mehr ein und dieselbe Welt mehrfach kopieren müssen mit virtuellen Servern, jedenfalls nicht mehr in der Menge, sondern die Welt selbst aufteilen können, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, haben Sie die Möglichkeit, das Spiel weiterzubauen. Und zwar im Prinzip nach oben hin unbegrenzt. Guckt euch mal als Beispiel Elite Dangerous an. Die haben natürlich kein Server-Meshing, die lösen das über Instanzierung. Aber Elite Dangerous hat, ob man es nun glaubt oder nicht, eine unfassbar gigantische Spielwelt. Die ist monströs groß, völlig absurd groß. Eine ganze Galaxie, Millionen von Planeten oder Milliarden von Planeten, ich weiß es nicht. Riesengroß. Aber du rechnest immer nur das, wo du gerade bist. Also wenn in einem Sternsystem kein Spieler ist, ist das quasi gar nicht existent für den Server. Es wird einfach nicht berechnet. Da gibt es nur ein kleines JPEG oder ein PNG. Guck mal, da ist ein Sternsystem und da kannst du, wenn du willst, hinfliegen und mehr ist es nicht. Das wird halt instanziert. Und bei Star Citizen, anstatt es eben zu instanzieren, machen sie das mit diesen ganzen virtuellen Servern innerhalb der Spielwelt, mit dem Server-Mesh quasi, wo sie dann die Ressourcen verteilen. Und das heißt, sie können über diese Technologie genau das Gleiche machen, was Elite Dangerous hat. Mit dem großen Unterschied, dass sie nichts instanzieren müssen. Also diese harten Instanzierungen müssen sie nicht tun. Und deswegen habe ich schon oft gesagt, die nächste Konsequenz ist, dass man faktisch unendlich bauen kann. Man hat quasi keine Grenzen. Genauso wie Elite theoretisch jedenfalls keine Grenzen hat, hat auch Star Citizen dann keine. So, kurz husten. So, und deswegen wird auch das Pyro-System zusammen mit Server-Meshing kommen, weil es technisch dann gar kein Problem mehr ist. Und deswegen haben sie auch in Montreal dieses Studio gegründet, dieses Turbulent-Studio, wo sie die Massenproduktion von Sternsystemen ja sozusagen damit loslegen. Und das können sie dann auch. Ne? Sie bauen und bauen und bauen und können ewig bauen und können das einfach ins Spiel reinbringen. Naja, so ganz so einfach ist es trotzdem nicht. Es hängt schon ein bisschen was dran immer, aber ich denke, das Prinzip ist klar. So, und wenn sie das alles noch kombinieren mit ein paar, sagen wir mal, Performance-Verbesserungen für uns Spieler. Ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Wir haben, wenn ihr mal auf die Roadmap schaut,
dann haben wir, ich glaube im dritten Quartal 2021, haben wir dieses Objective, wie heißt denn das? Objective, Ship Interieur und Exterior Culling. Das ist mal ein Beispiel, ne? Das kommt also noch vor Server Meshing rein. Und diese Technik erlaubt es Ihnen zum Beispiel, die Innenräume eines Schiffes nur dann zu berechnen, vom Spiel selber und auch vom Klienten, wenn es notwendig ist. Das ist also eine Art verbessertes Object-Container-Streaming. Und das sind solche technischen Sachen, die damit immer noch einhergehen, die also die Performance nach oben treiben. Das heißt, während immer mehr los ist, immer mehr Spieler rumfliegen, immer mehr Welten hinzukommen und, wird das, was da ist und das, was neu reinkommt, immer effizienter gemacht. Es geht hier also auch immer um Effizienz. Heißt also unter Strich auch bessere FPS oder zumindest mal gleichbleibende FPS. Also ich denke nicht, dass Server Meshing oder auch iCache uns 60 FPS dauerhaft bescheren wird oder 100 FPS oder wie viel auch immer. Das glaube ich nicht, aber wenn sie diese ganzen Planetensysteme und, wenn sie das jetzt reinbringen würden, dann hätten wir noch 5 FPS oder so, wäre gar nicht mehr spielbar. Das heißt, es reicht schon aus für die Spielentwicklung erstmal, wenn sie unbegrenzt bauen können, wenn sie Content hinzufügen können, wenn sie Spielerzahlen erhöhen können und gleichzeitig aber die Performance wenigstens beibehalten. Das heißt, im Durchschnitt 30 FPS. Für ein Spiel in der Alpha ist das ausreichend und völlig okay, meiner Meinung nach. So. Und dann habe ich ganz am Anfang von diesem Video hier gesagt, Thema persistente Welt. Das hängt vor allem am iCache. Darüber haben wir schon im letzten Let's Talk gesprochen. Oder im vorletzten. Aber auch das Server-Meshing hängt ja damit zusammen. Weil sie müssen ja die Dinge, die in der Welt gespeichert sind, wenn... Ich versuche mal so rum. Nehmen wir mal an, 5000 Spieler, die werfen alle eine Dose in ein Loch. Ja, als Beispiel. Auf irgendeinem Mond ihrer Wahl und gehen dann weg. Da sorgt iCache ja dafür, dass dieser Berg von Dosen quasi gespeichert wird, persistent in der Spielwelt. Aber es wird natürlich nicht permanent von uns und auch nicht vom Server berechnet, was diese Dosen dort gerade machen. So, wenn kein Spieler also in der Nähe ist, dann ist das sozusagen gespeichert, aber nicht mehr für den Spieler oder auch nicht mehr fürs Spiel quasi interessant. Jetzt kommt aber nach einem halben Jahr ein anderer Spieler, irgendeiner, vielleicht durch Zufall, vielleicht ich, ne, ich krach da runter, weil ich landen will, bumm, überlebe und sehe da, ah, guck mal, da ist ein Loch, mal gucken, was da drin ist. Und dann muss das Spiel, also iCache, muss dann sozusagen diese Daten, während ich quasi runterfliege und meinen Landeanflug mache, muss die Daten vorhalten und muss die mir sozusagen reinstreamen. Das Server-Meshing hingegen muss die Performance dann sozusagen auf den Server umleiten, um diese ganzen Objekte, die dort sind, darstellen zu können, und zwar möglichst performant für mich selber. Das heißt, das Server-Meshing würde sozusagen diesen virtuellen Bereich, in dem ich mich gerade befinde, diesen virtuellen Realm, verstärken, dem mehr Leistung geben, weil dort eben 50.000 Dosen in dem Loch liegen, die alle berechnet werden müssen, als Beispiel. Und dann kommen eben auch solche Geschichten rein, wo man halt sagen muss, Realismus und Immersion haben eben auch bei Star Citizen irgendwo ihre Grenzen. Du kannst natürlich schon sagen, du rechnest diese 5.000 Dosen jedes Mal, wenn da irgendwer langfliegt, aber sinnvoll ist das nicht. Das heißt, sie werden dann also auch Techniken reinbringen, wo sie sagen, ab einer bestimmten Leistung in einem bestimmten Bereich, ne, zum Beispiel sagen die pro Quadratmeter Spielfläche im Spiel, dürfen maximal x Einheiten sein, die gerechnet werden, zum Beispiel. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann vom Server während des Speichervorgangs gelöscht. Weil der Server sagt, nee, Moment mal, das 5000 Dosen, 500 reichen. Das ist zum Beispiel. Ne? Ist ja auch so. Man muss ja irgendwo Grenzen haben. Man kann es ja nicht ins Unendliche hochtreiben. Macht doch keinen Sinn. Also das ist zum Beispiel auch was passieren wird. Und das ist auch ganz, ganz wichtig für das Salvaging-Gameplay, was wir ja mit der 3.15 kriegen, glaube ich. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich habe den Roadmap nebenbei offen. Genau, Salvage. Was dann auch mit den späteren Patches immer komplexer wird, wo du halt dann diese ganzen Wracks, die irgendwo liegen, da sind ja ein Haufen Informationen drin. Auch da muss ja immer die Performance rübergeleitet werden, genauso beim Mining. Ich habe mich jetzt in der letzten News-Folge erst wieder ein bisschen aufgeregt über das Thema Mining, wo ich gesagt habe, hey, diese ganzen kleinen Kacksteine da, die irgendwo rumliegen, also das ist mega dumm. Aber wenn sie Server-Meshing haben und iCache haben, dann ist es zumindest potenziell möglich, technisch möglich,
dass sie diese Steine weglassen und stattdessen ein richtiges Mining-Areal machen mit Flächen, wo du in den Boden reinarbeiten kannst, wo du richtige dicke Erzarten hast und auch mal ein großes Schiff wie eine Orion oder andere große, fette Mining-Schiffe sich darüber mal richtig austoben können. Ne? Genauso wie Base-Building. Diese ganzen Mechaniken hängen also alle auch mit Server-Meshing zusammen, weil dort, wo was, und damit möchte ich quasi auch abschließen, dort, wo was los ist, soll dann die Performance hingeleitet werden, und zwar quasi in einem Fluss, sodass wir Spieler es nicht merken. Und dass das Spiel währenddessen auch nicht abschmiert und die Server möglichst unter einer guten dynamischen Last sind. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Immer schön im Fluss. Denn am Ende ist es so, wenn 10.000 Spieler alle an einem Ort sind, muss das Spiel genauso performant laufen, wie wenn sie alle im Spiel verteilt sind. Ne? Und das ist eben unter anderem das, was Server-Meshing am Ende bringen wird. Oder sagen wir mal nicht wird, sondern bringen soll, denn ob es das wirklich schafft, das werden wir sehen. Ich bin gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt mir doch mal eure Sicht in die Kommentare, was ihr euch noch so vom Server-Meshing erwartet. Teilt ihr meine Erwartungen, und ganz wichtig wäre mir hier, seid so lieb, schreibt mir auf jeden Fall mal rein, ob ihr meine Beschreibung von dem Ganzen mit Paint, ob das gut verständlich war oder nicht. Da hätte ich gerne mal Feedback, ob das okay war oder ob ihr sagt, nö, das war voll scheiße, ich habe nichts verstanden. Das wäre cool. Wenn ihr mir das schreiben würdet, dann weiß ich, woran ich da auch bin. Ich habe mir Mühe gegeben, dass ich es möglichst einfach erkläre, und bin gespannt aufs Feedback. Wir sehen uns heute Abend im Livestream auf Twitch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir heute einen Community-Stream oder einen Gameplay-Stream machen, weil ich möchte heute eigentlich, wir haben es ja geschafft, am Freitag so weit zu kommen, dass wir jetzt eine Hammerhead mit NPCs an Bord klauen können und die dann nutzen können. Das würde ich heute gerne tun. Ich hoffe, das kriegt man hin, und wird auf jeden Fall spannend. Wir werden einiges wegschnitzeln mit einer dicken, fetten Hammerhead und unseren 5 oder 6 NPCs an Bord in den Geschütztürmen, die für uns dann die Arbeit machen. Ah, ich freue mich schon drauf. Es wird geil. Also, danke fürs Zuschauen, und bis heute Abend um 19 Uhr auf Twitch. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.